Ja, schönen guten Tag. Ich begrüße Ralf Schenk, seit kurzem pensionierter Vorsitzender oder Chef der DEFA-Stiftung, zu einem Gespräch im Rahmen des mehrfach verschobenen Cinefestes Kino, Krieg und Tulpen über deutsch-niederländische Filmbeziehungen. Und gleichzeitig feiern wir sozusagen den 75. Geburtstag der DEFA. Und da fragt sich natürlich, was hat das miteinander zu tun? Und darüber wollen wir uns unterhalten, am Beispiel eines Filmmachers, der in Holland geboren wurde, sein Leben lang Niederländer geblieben ist mit Pass, aber dann nach dem Krieg auch SED-Mitglied war und einer der Väter des DEFA-Stockfilmstudios. Aber dazwischen gibt es eben eine ganze Reihe interessanter, ja, zeitgebundener Verwicklungen. Und darüber wollen wir uns unterhalten. Und anschließend werden wir uns unterhalten über einen seiner Filme, den er zum 10. Jubiläum der DEFA gemacht hat und von dem es zwei Versionen gibt. Und darüber wollen wir uns dann auch kurz unterhalten, wie sich die unterschieden und was da drumherum war. Herzlich willkommen, Ralf. Schöne Grüße aus Berlin nach Hamburg. Ja, also, wir sagen wir mal Joop Heusken. Er war ein in Amsterdam geborener Filmmacher 1901. Also ich mache zunächst einmal eine kurze Vorstellung von ihm. Er stammt aus einer, wie es dann auch im anderen Zusammenhang interessant sein wird, gut proletarischen Familie mit Schlachter. Der Vater ist Schlachter, die Mutter ist Näherin. Und er macht erstmal die Volksschule oder wie immer das dann da hieß. Aber er versucht sich dann auch weiterzubilden, übernimmt alle möglichen Jobs in den 20er Jahren und landet schließlich, nachdem er auch noch irgendwie sich weiter qualifiziert hat mit einer Fachschule oder bei der CAPI, die CAPI. Das war offensichtlich eine Firma für optische Geräte und Film. Und der Witz dabei ist, der Geschäftsführer der CAPI in Amsterdam war Joris Ivens, der ja nun einer der Großfilmer auf dem dokumentarischen Filmgebiet ist. Der war knapp älter, 5 Jahre älter, also kein Vater-Sohn-Verhältnis, sondern eher näher dran. Und der machte zusammen mit Mitarbeitern aus seinem Laden und mit Freunden und Bekannten, versuchte er Ende der 20er, Anfang der 30er Jahre in Amsterdam dokumentarisch, avantgardistisch Film zu machen. Und dabei hilft ihm dann im sogenannten Studio Evans, hilft ihm dann Heusken als Kameramann hauptsächlich, aber auch als Mädchen für alles, was so anfiel. Er lernt dann mit optischen Geräten umgehen, Technik, Photochemie und so weiter drumherum. Das bringt er sich bei und hilft Evans als Kameramann bei einigen seiner Filmprojekte. Unter anderem, das ist ganz interessant, eins der interessantesten Filme von Evans, der ja bekannt geworden ist durch Regen oder The Brook. Das sind zwei Filme, die über diese Eindeichung an der Nordsee gedreht sind, wie Borgen und Södersee-Werken, also das Bauen an der Södersee. Und der Witz bei der Sache ist, offiziell ist ja Evans der Macher dieser Filme,
aber er hatte offensichtlich andere Zeitverpflichtungen, sodass dann er Heuskin zum entscheidenden Punkt geschickt hat, nämlich das Schließen dieses Dammes, sodass die Aufnahmen in den Evans-Filmen über das eigentliche Hauptereignis, das Schließen dieses Dammes, von Heuskin stammen. Wenn du möchtest, kannst du auch sozusagen eingreifen und meine sporadische Geschichte ergänzen. Heuskin ist dann auch durch Evans in Kontakt gekommen mit linken Kulturkreisen und arbeitet da in verschiedenen Vereinen mit, auch in der bekannten Filmliga, die avantgardistische und dokumentarische Filme aus Deutschland und aus der Sowjetunion zeigt. Er macht selber auch Reisen in die Sowjetunion, verleiht sowjetische Filme in den Niederlanden. Das ist sozusagen diese Ebene, wie in Deutschland die Münzenberg-Firmen, die sowjetische Filme zum Teil verleihen, um Geld zu machen im Westen, damit in der Sowjetunion Filmmaterial für die Sowjetunion Filmmaterial gekauft werden kann und so weiter. Er macht auch mehrere Reisen durch die Sowjetunion und dreht dabei Filme, mit denen er dann aber auch schon wieder mit der holländischen Zensur in Schwierigkeiten gerät. Er wird wohl 1927 auch Mitglied der Kommunistischen Partei der Niederlande, das ist wichtig, später dann. Dann kommt ja der Überfall der Niederlande durch die Wehrmacht und in der Folge, im Mitte 1940, wird die Situation in Deutschland dann ja schon dadurch verschärft, die Situation der Arbeitsplätze, dass eben viele Männer an die Front müssen. Das heißt, die Deutschen versuchen mit mehr oder weniger Druck, mehr oder weniger freiwillig in den besetzten Ländern nach Arbeitskräften. Entweder, dass sie sich freiwillig melden oder dass sie zur Zwangsarbeit eingezogen werden oder wie man das nennen soll. Dazu gehört er auch. Wir wissen nicht, ob er sich freiwillig gemeldet hat oder ob er gezwungen wurde. Auf alle Fälle landet er, oh Wunder, in Babelsberg, wo das große Ufergelände ist. Und ob er sich da nun gemeldet hat oder ob die darauf gekommen sind, dass er vielleicht in Niederlanden schon bei der Meldung einen Fragebogen ausfüllen müsste, was für eine Bildung haben sie oder was ist ihr Beruf. Und da hat er vielleicht eingetragen, Kameramann. Also er landet sehr bald bei der UFA in der Trickabteilung als Kameraassistent offiziell die Einstufung für Trickaufnahmen, für Rückprojektion und so etwas. Da er aber Ausländer ist, muss der zuständige Produktionsleiter oder das Besetzungsbüro jedes Mal für ihn eine Sondererlaubnis einholen. Und das geht denen auf den Geist. Und dann gibt es hier einen Brief von der Universum Filmaktiengesellschaft von Anfang 41. Wir bitten an die Reichsfilmkammer, Fachschaft Film, wir bitten um Erteilung einer generellen Sondererlaubnis des Herrn Johannes Heuskin. Also die hatten keine Lust ständig, weil ja die Trickabteilung nicht so wie andere prominente Holländer zum Beispiel, Jopie Heesters, der vielleicht 2 oder 3 Filme im Jahr machte, da wurde dann eine Generalerlaubnis erteilt, er darf 2 Filme im Jahr machen oder sowas. Aber bei ihm ist es ja so, dass die Trickabteilung den anderen Produktionen zuarbeitet, das heißt immer nur kleine
Minutenschnipsel liefert. Und offensichtlich musste die UFA da jedes Mal einen Antrag stellen und da hatten die dann keine Lust mehr. Und daraus folgt dann, dass da er ja sozusagen aus, jetzt alles in Anführungszeichen, aus einem germanischen Brudervolk stammt, da er arisch war, stellt er dann auch, um der UFA dann da, um bei der UFA besser rauszukommen, einen Antrag auf Mitgliedschaft in der Reichsfilmkammer, Fachschaft Film, als Kameraassistent. So, hier, das ist der Fragebogen, den er ausfüllt. Und was ich kurz erwähnt habe, auf der Rückseite, hier im Mittelfeld, da wird immer nach ehemaligen Mitgliedschaften gefragt, also in einer anderen Partei oder im Reichsbanner oder so, aber alles deutsche Verbände. Und da streicht er einfach durch, sodass sein ganzer linker Hintergrund da gar nicht auftaucht. Und er wird dann auch aufgenommen. Hier ist seine Beitrittserklärung als Johannes Heusgen mit der Nummer 3658 als Kameraassistent, was dann aber die für ihn die gute Situation bringt, dass er offensichtlich sich frei im Reich bewegen kann. Er muss nicht wie die anderen holländischen Zwangs- oder Fremdarbeiter in Camps, die es auch in Babelsberg gibt, so Barackencamps. Selbst auf dem Ufergelände gab es so mehrere Baracken, wo dann welche untergebracht wurden, die vielleicht bei der UFA als Hilfsarbeiter beschäftigt wurden oder von der Stadtverwaltung in Potsdam als Schaffner oder Zugführer für die Straßenbahn oder so etwas. Das braucht er nicht. Er wohnt zum Teil in Berlin, in Moabit. Er ist vorher schon verheiratet bei seiner deutschen Geliebten, die er dann später auch heiratet. Also er hat eigentlich ein relatives, unter den Verhältnissen, Luxusleben und er arbeitet die ganze Zeit offensichtlich. Sprung 1945, also das war alles schon, ab 1941 war er Mitglied der Reichsfilmkammer. Und also 45, Zusammenbruch, die Russen stehen auf dem Ufergelände, klopfen ans Atelier, jetzt ist aber Schluss, jetzt hört mal auf mit dem Film und so weiter. Für ihn stellt sich dann die Frage, ja, was soll er machen? Soll er zurückgehen nach Hause, nach Amsterdam, oder er entscheidet sich aber dafür, da zu bleiben, auch als Fachmann für Kameratechnik. Er arbeitet dann teils für die SMAD, also für die sowjetische Militäradministration, die ihm dann mit Filmmaterial versorgt, sodass er Dokumentaraufnahmen in der sowjetischen Besatzungszone macht und auch verschiedene kulturelle Aktivitäten macht. Und dann wird er eben 75 Jahre einer der Väter des DEFA, bei der DEFA des Dokumentarfilms. Doc-Filmstudio kann man da ja noch nicht sagen, sondern das ist ja so kreuz und quer durch die verschiedenen ostdeutschen Länder. Damals waren es ja auch noch Länder, verteilt, dass dann da überall Doc-Aufnahmen gemacht wurden. Und er arbeitet hauptsächlich für die Wochenschau der Augenzeuge unter Leitung von Kurt Metzig und anderen. Ja, und er versucht aber auch Verbindung herzustellen zum holländischen, zur holländischen Wochenschaufirma, um so einen Austausch von Material zu arrangieren, sodass da eine Kooperation zustande kommt. Sein erster Film, er fängt dann auch, nachdem er zunächst nur Kamera gemacht hat,
sein erster Film ist dann Potsdam baut auf, 1946, wo er sozusagen Aufnahmen, Vorkriegsaufnahmen mit dem zerstörten Potsdam gegenüberstellt. Jetzt könntest du ja übernehmen, denn jetzt sind wir ja bei der DEFA und das ist ja nun voll dein Acker. Naja, also erstmal muss ich sagen, es waren nicht 5 Jahre, die Joris Iwens und Jupp Huisgen auseinander waren, sondern nur 3. Iwens 1898, Huisgen 1901. Also insofern kann man wirklich nicht von einem Vater-Sohn-Verhältnis sprechen in der Beziehung zwischen Iwens und Huisgen, sondern es waren, wenn auch nicht gleichberechtigte Partner, aber es waren doch relativ gleichaltrige Männer, die da miteinander zu tun hatten und die schon in den frühen 30er Jahren bei den ersten Arbeiten, die sie gemeinsam gemacht haben, wussten, dass sie aufeinander sich verlassen können und dass sie ein Vertrauen zueinander haben können. Aber mit dem Unterschied, Huisgen hat sozusagen den proletarischen Hintergrund, während Iwens einen gutbürgerlichen und auch wohlhabenden Hintergrund hat. Ja, das ist ein wichtiger Unterschied, das stimmt. Mhm. Aber diese Zusammenarbeit, da kommen wir ja noch drauf, die setzt sich ja dann bis in die 50er Jahre fort. Mhm. Und was auch interessant ist, als Huisgen stirbt 1979, schickt Iwens ein Beileidstelegramm an die DEFA, direkt an das DEFA-Dokumentarfilmstudio. Und dieses Beileidstelegramm wird dann auch am schwarzen Brett, also am Informationskasten des DEFA-Dokumentarfilmstudios ausgehängt, neben einem großen Trauerbild mit Trauerflor von Jupp Huisgen. Also die DEFA hat sich dann schon auf diese Tradition, auf die Zusammenarbeit von Iwens und Huisgen sie fand das schon sehr stark und auch sehr wichtig, das zu dokumentieren über den Bruch von Iwens mit der DEFA hinaus. 1979 war Iwens ja in der DDR schon fast eine Persona non grata, aber das ist eine andere Geschichte. Also Huisgen kommt tatsächlich 1946 zur DEFA, Produktionsstandort Potsdam. Man muss dazu sagen, dass der Hauptproduktionsstandort für Dokumentarfilme 1946 tatsächlich noch Potsdam gewesen ist und erst nach dem Zusammenschluss mit dem Studio für Wochenschau 1949-50 werden dann beide Studios oder beide Abteilungen der DEFA zusammengebracht. Und dann entsteht daraus das große DEFA-Studio für Wochenschau und Dokumentarfilm. Also Huisgen dreht zuerst 1946 Potsdam baut auf. Das ist ein Film, der sehr spannend heute zu sehen ist, weil er sehr viele Originalaufnahmen natürlich von der zerstörten Stadt zeigt, weil er auch die Bemühungen der ersten Stadtverwaltung zeigt, diese Zerstörung zu beseitigen, ein normales Alltagsleben wiederherzustellen. Die Übrigens waren ja die Auftraggeber, ne? Die waren die Auftraggeber. Das war ein Film im Auftrag der Stadtverwaltung. Im Auftrag der Stadt Potsdam. Man muss dazu sagen, dass die Sitzungen, die in diesem Film zu sehen sind, natürlich nicht, also die erste Sitzung zum Beispiel des Magistrats von Potsdam oder des Stadtrats von Potsdam, die konnte Huisgen nicht drehen, weil da hatte er noch gar keinen Auftrag. Die hat er nachgestellt, aber mit denselben Leuten. Also das heißt, inszeniertes bzw. nachgestelltes und originaldokumentarisches bilden da schon eine Einheit in dem Film. Das ist aber nicht störend, das ist auch nicht dem Film abträglich, sondern trägt eigentlich auch zu seiner Authentizität bei. Ja, und da ist Huisgen drin im DEFA-Studio für Dokumentarfilme bzw. in seinem Vorläufer. Und bekommt von da an regelmäßig Arbeit. Du hast schon gesagt, Augenzeuge, also die Wochenschau. Er wird nach Holland geschickt, um dort zu verhandeln mit den dortigen Filmbehörden, nicht nur was den Austausch von Dokumentarmaterial für die Wochenschau betrifft, sondern auch was den Austausch von Filmen betrifft. Mhm. Die DEFA war natürlich auch interessiert daran, zum Beispiel ihre Spielfilme auch in Holland zu zeigen. Die Mörder sind unter uns, eben Schatten und solche großen ersten deutschen Nachkriegsspielfilme. Und da kehrt Huisgen aber zurück aus Holland und erfährt dort, dass die Niederländer noch sehr distanziert
all dem begegnen, was mit Deutschland und deutscher Kultur und sei es auch Nachkriegskultur zu tun hat. Also sie wollen eigentlich diese deutschen Filme noch gar nicht richtig sehen. Also das gelingt nicht, diese frühen DEFA-Filme in den Niederlanden gleich unterzubringen. Aber der Austausch zwischen den beiden Wochenschauen, der gelingt ihnen schon. Ja, das war ja schon Tradition aus den 30er Jahren, als die Nazis in Deutschland waren. Es gab zwar einige große, von der UFA kontrollierte Kinos in den Niederlanden, in den großen Städten, aber die wurden zum Teil schon damals dann bestreikt vom Publikum, die also deutsche Filme nicht sehen wollten. Also das ist nicht erst durch die Okkupation dann passiert, das ist dann natürlich verstärkt, aber das hält schon seit 15 Jahren ungefähr da an. Den nächsten großen Dokumentarfilm, den er dreht, ist Stahl. Das ist ein Film über ein Stahlwerk, ein sehr klug montierter, vor allem auch auf die Montage setzender Dokumentarfilm über Wiederaufbau, wenn man so will. Da zeigt sich schon, dass er, ich will nicht sagen die Evans-Schule besucht hat, aber dass er durchaus weiß, wie eingreifender und auch packender, auch dramaturgisch packender Dokumentarfilm mit einer Geschichte, die erzählt wird, zu drehen ist. Also nicht bloß eine Proklamation, nicht bloß hehre Worte und Agitation, sondern wirklich auch eine Geschichte, die packt und die den Zuschauer mitreißt und die gleichzeitig ein Beispiel sein soll für eine neue Art von zupackenden, eingreifenden Dokumentarfilm damals noch in der sowjetischen Besatzungszone. Ja, dazu ja, und dann gibt es, kurz, also da ist er dann im Februar 1947 ist er schon in die SED eingetreten. Möglicherweise war er der einzige Niederländer, der in der SED war. Aber das hatte Folgen, denn, wie heißt das, beim Vorsitzenden des Zentralen Parteikontrollkommission, Hermann Matern, gibt es da Hinweise, was ja damals unter Stalin so das Totschlagwort war, trotzkistische Verbindung. Und der andere Punkt, die sind wohl auf die Akten der Reichsfilmkammer gestoßen, dass er da eben diese privilegierte Stellung, die ich vorhin geschildert habe, hatte. Aber das Ganze verläuft dann im Sande. Also es gibt da keine Konsequenzen daraus, sondern er darf weitermachen. Er darf zwar weitermachen, aber ganz im Sande verläuft das nicht, weil also die Vorwürfe werden entkräftet. Also man kann ihm nicht unterstellen, dass er in Zeiten der NS-Diktatur als Kollaborateur irgendwelche Nazi-Filme oder so mitgemacht hat. Das schafft man nicht, das funktioniert nicht. Man kann ihm auch keinerlei trotzkistische Verbindungen nachweisen. Das ist auch wird auch niedergeschlagen. Aber da er jemand aus dem Westen ist, aus den Niederlanden, und Westemigranten, auch deutsche kommunistische Westemigranten damals 1949 im Zuge der spätstalinistischen Prozesse, die es da gegeben hat, auch in der Tschechoslowakei, auch in Ungarn und anderswo, da wird er schon sehr kritisch von dieser zentralen Parteikontrollkommission beäugt. Man kann ihm zwar nichts unterstellen, aber man versucht zumindest seine Parteimitgliedschaft in der SED in gewissem Sinn in Frage zu stellen. Man sagt, wenn wir einen Holländer, wenn wir einen Niederländer in die SED aufnehmen oder wenn er Mitglied der SED sein will, müssen wir doch zumindest erst die niederländische kommunistische Partei befragen, ob die Erlaubnis dafür erteilt. Also man schreibt nach Amsterdam, bittet um Auskunft und Erlaubnis für die SED-Mitgliedschaft von Jo Poisken. Und aus Amsterdam kommt nur das große Schweigen. Also es gibt keinerlei Antwortbriefe. Und so schläft tatsächlich die SED-Mitgliedschaft von Poisken ein. Er ist formal auf einer Warteliste, bis irgendeine Antwort kommt. Die Antwort kommt nie. Also er ist kein SED-Mitglied mehr ab den frühen 50er Jahren.
Aber er wird auch nicht offiziell rausgeschmissen. Nein, er wird nicht offiziell rausgeschmissen, er behält seinen Beruf. Im Gegenteil, er bekommt auch große Aufträge von der DEFA. Er wird nicht offiziell rausgeschmissen, aber er ist kein SED-Mitglied mehr. Ja, so war der Stand der Dinge. Es ist dann so, dass in den frühen 50er Jahren oder in den späten 40ern sogar schon ein Briefwechsel beginnt, ein neuer Briefwechsel mit Joris Ivens. Ivens, der zu dieser Zeit nicht in den Niederlanden arbeiten kann aufgrund seiner kommunistischen Gesinnung, arbeitet in diesen Jahren vor allem in osteuropäischen Ländern, zum Beispiel in Polen. Und er versucht Anschluss zu finden auch an das Kino in der sowjetischen Besatzungszone, beziehungsweise dann ab 1949 in der DDR. Das heißt, er wendet sich an Heusgen und sagt, du bist ja dort nun schon bei der DEFA. Ich möchte auch was tun für euren Aufbau, ich möchte auch was tun für euren Film. Vielleicht gibt es Möglichkeiten, dass du mir Wege ebnen kannst. Und Heusgen ebnet tatsächlich diese Wege und so kommt es dann zum ersten Joris Ivens Film 1950. Das ist eine Gemeinschaftsproduktion mit der Sowjetunion. Ivens dreht dann bei der DEFA oder organisiert, muss man ja vor allem sagen, bei der DEFA dann noch mehrere Großprojekte, Lied der Ströme 1953 oder Die Windrose, einen dokumentarischen Spielfilm 1957 mit Episoden aus ganz verschiedenen Ländern der Welt. Da ist Heusgen immer mit dabei. Heusgen ist ein treuer Kamerad, kann man sagen, ein treuer Helfer von Joris Ivens. Aber er weiß natürlich, der Meister Joris Ivens mit seinem Namen, der steht über allem und ich halte mich da etwas bedeckt, er hält sich etwas im Hintergrund und kommt dann vor allem nach mehreren auch sehr guten Kurzfilmen, Turbine 1 fällt mir da noch ein, 1953, kommt dann nach mehreren Kurzfilmen, kommt er wirklich 1955 zu seinem ersten wieder sehr großen und sehr spannenden Filmprojekt, dass er gemeinsam mit einer französischen Firma bei der DEFA drehen kann. Und zwar ist das der allererste Film, der von einem ausländischen Team ohne Beteiligung der Chinesen selbst in China, in der Volksrepublik China gedreht werden kann. Beginn 1955, der Film heißt China, Land zwischen gestern und morgen. Der Vater, der Co-Produzent ist Robert Ménégoz. Das ist der Vater der immer noch aktiven Frau Ménégoz, die Weltvertriebe in Frankreich organisiert hat. Dieser Film China, Land zwischen gestern und morgen, das muss ein riesiges Abenteuer gewesen sein in China mit sehr langen Drehprozessen, sehr langen Schnittprozessen. Aber es kommt zu einem guten Ende. Der Film kommt raus und wird zu einem internationalen, relativen Erfolg. Ist der eigentlich schon in Farbe oder kam das dann erst anschließend? Nee, der Film ist schon in Farbe. Das war auch, also zunächst muss man dazu sagen, sollte das ein Film sein, der nicht länger sein sollte als 700 Meter, 600 oder 700 Meter, also ein Kurzfilm, wenn man so will, kurzer Dokumentarfilm. Aber vor Ort stellte sich dann heraus, dass das Material so überwältigend ist, China mit seiner ganzen Pracht, mit seiner ganzen auch Farbenpracht, seiner ganzen Geschichte, all dem, was da im Aufbau begriffen ist, dass sich die Co-Produzenten entschlossen, und zwar ohne lange Rücksprachen mit ihren Geldgebern und vorgesetzten Dienststellen in der DDR. Sie entschlossen sich, daraus einen abendfüllenden Film zu machen und er wurde ja dann auch abendfüllend. China, Land zwischen gestern und morgen, in Farbe, in jeder Beziehung ein Abenteuer. Und was da wohl auch interessant ist, dass der nicht nur so die platten Propaganda Formeln wiederholt, sondern wohl auch Alltag zeigt und deshalb auch interessant wird, weil er sozusagen hinter den Vorhang guckt. Er guckt hinter den Vorhang und er zeigt, er holt aus dem chinesischen Volk, ich glaube, fünf Einzelfiguren heraus, die er verfolgt auf ihrem Weg in die neue sozialistische Zukunft. Das klingt zwar etwas propagandistisch, aber ist gedämpft eigentlich durch viele Alltagsbeobachtungen. Interessant ist, dass diese,
dass es nicht möglich war, auch von Seiten der Chinesen, ihm einfach 5 Leute zur Verfügung zu stellen, oder dass es ihm nicht möglich war, dem Ryzhkin nicht möglich war, in China 5 zu casten, wie man heute sagt, also aus einer Menge von Menschen, die er dort kennenlernt, sich die 5 herauszusuchen, die er für den Film braucht. Er hat diese 5 Rollen mit Schauspielern besetzt. Also das heißt, das sind nicht die Originale, das ist nicht der Original Stahlarbeiter und das ist auch nicht die Originallehrerin, die man da sieht, sondern es sind alles Schauspieler und diese Schauspieler spielen im Dokumentarfilm praktisch die Rollen der Menschen, die damit gemeint sind, die Typen, die damit gemeint sind. Was ja durchaus im Sinn des klassischen sozialistischen Realismus passt, dass eben Typen gezeigt werden. Ja, aber es ist natürlich vom Dokumentarfilm etwas entfernt. In dem Fall ging es wahrscheinlich auch aus rein taktischen oder praktischen Gründen gar nicht anders, weil wie hätte Evans hineingeschmissen in dieses Abenteuer mit wenig Vorbereitung so schnell Menschen finden sollen, die ihm für diesen Film zur Verfügung stehen. Auf Schauspieler konnte er sich dann doch mehr verlassen als auf Zufallsbekanntschaften. Mhm. Hat den Film jetzt Evans mitgemacht oder hat Ryzhkin allein gemacht? Ryzhkin hat Ryzhkin allein mit Menegos zusammen. Wobei Menegos ist relativ früh abgezogen worden wieder nach Frankreich. Also er musste zurück aus arbeitstechnischen Gründen. Und im Großen und Ganzen hat Ryzhkin den Film allein gemacht. Ja, dann bleibt Ryzhkin ja ein bisschen so auf dem Auslandstrip. Was ja bei einigen der führenden DEFA-Doc-Filmern eine große Mode war, dass sie sich immer möglichst Themen suchten, wo sie dann für die Dreharbeiten möglichst weit reisen durften. Nicht? Das war ja durchaus üblich da in den 50er Jahren. Ja, aber Ryzhkin ist gar nicht so sehr auf dem Auslandstrip geblieben, denn sein nächster, er wollte nochmal ein Riesenprojekt in China machen. Das hat gleich als Anschluss. Das hat nicht funktioniert. Also da haben ihm die Chinesen ein Bein gestellt. Er war zwar dort und wollte auch anfangen zu drehen, aber er hat da keine Partner gefunden in China, die da mit ihm mitziehen, obwohl die DEFA das alles gut geplant hatte. Und die Idee war, nochmal ein großes China-Gegenwartsprojekt zu drehen. Das hat nicht funktioniert und er ist dann unverrichteter Dinge, allerdings mit einigem gedrehten Material wieder zurückgekommen. Daraus wurde dann ein Kurzfilm, den er gar nicht mal selbst gemacht hat. Also man hat ein anderer Regisseur das Material genommen und hat daraus einfach einen Kurzfilm über China gedreht. Mhm. Also das war für ihn schon eine Niederlage, dieser zweite nicht gedrehte große China-Film. Aber er hat sich dann doch fangen können, beziehungsweise wurde aufgefangen durch den Auftrag, den er bekommen hat, 1957 vom Chefdramaturgen des damaligen DEFA-Studios für Dokumentarfilm und Wochenschau, Gustav Wilhelm Lehmbruck, nämlich einen Film zu drehen zum 10. Jahrestag der DDR, der dann 1959 in die Kinos kommen sollte, mit 2 Jahren Vorlaufzeit, also ausreichende Zeit, um ein solches Großprojekt auch wieder abendfüllen zu stemmen. Auch das ist der Film, über den wir uns jetzt genauer unterhalten. Wollen wir sein Leben kurz zu Ende führen und dann auf den Film eingehen? Könnte man machen. Also er hat danach, dass ein gutes Deutschland blühe, noch eine ganze Reihe, Dutzende weitere Kurzfilme gedreht. Mhm. Er hat Filme gedreht über Künstler, zum Beispiel über Arnold Zweig gibt es einen kurzen Dokumentarfilm von Beginn der 60er Jahre. Masaryl, den Belgier, über Frauen in Ravensbrück, über Naturlandschaften, über den Darß zum Beispiel. Mhm. Also er hat dann ein sehr breites Oeuvre eigentlich, aber er hat nie wieder, die Filme sind alle okay, die sind alle ansehbar und die sind auch alle handwerklich sehr gut gearbeitet, die meisten jedenfalls. Aber er hat nie wieder ein solches Großprojekt angefasst, wie zum Beispiel sein China-Film oder auch Das ein gutes Deutschland. Und er ist dann 79 gestorben. Mhm. Er war, muss man dazu sagen, auch Professor an der Filmhochschule. Er hat in Babelsberg, er hat dort sehr viel mit jungen Leuten zu tun gehabt, natürlich, seinen Studenten. Es gibt Regisseure und Kameraleute zum Beispiel, die bis heute von ihm schwärmen als einem Menschen, der ihnen
viele Wege geebnet hat, der ihnen viel geholfen hat. Dazu gehören unter anderem der Kameramann Christian Lehmann, der auch mit ihm zusammengearbeitet hat später, aber der von ihm wirklich ermutigt wurde, auch in den frühen 60er Jahren, seine Filme so zu drehen, wie er sie dann gedreht hat. Dazu gehört auf jeden Fall auch ein solcher Regisseur wie Jürgen Böttcher, den er sehr ermutigt hat nach dessen Verbotsfilm Drei von Vielen, dann die Ofenbauer zu drehen. Also das war dann Böttchers zweite Chance, wenn man so will, im Studio wieder. Rehabilitationsfilm. Rehabilitationsfilm, aber auch ein guter Film. Das heißt, Tuiskin hat sich auch um junge Leute gekümmert, er hat seinen eigenen Film gedreht, hat sich um junge Leute gekümmert und ist bis zum Ende seines Lebens ein aktiver Kurzdokumentarfilmer geblieben, der eigentlich erst auch von einer nachfolgenden Generation von Filmemachern dann nach seinem Tod wiederentdeckt worden ist. Es gibt zum Beispiel einen langen Text von Günter Jordan über ihn, der sehr lobend über das Gesamtwerk von Evans schreibt, von Häuschen schreibt. Und dieser Text ist dann, ist ein langer Text, fast ein Buch, ist dann im Joris Evans Journal bei der Joris Evans Gesellschaft in Amsterdam oder ja, in Holland erschienen. Ja, gehen wir dann mal ein in dass ein gutes Deutschland blühe. Es ist ja schon mal komisch, dass ausgerechnet ein Niederländer, ein Holländer, den Auftrag bekommt, den Geburtstagsfilm zum 10. Jahrestag zu machen. War der Grund der Erfolg des China-Films, dass Sie sowas Ähnliches im Stil jetzt über die DDR haben wollten? Oder weißt du darüber Bescheid, was die Entscheider sich dabei gedacht haben? Also ganz genau weiß ich das nicht, aber ich könnte mir Folgendes vorstellen. Die Idee zu diesem Film, die stammt ja nicht von Huisken, sondern von Gustav Wilhelm Lehmbruck, dem damaligen Chefdramaturgen des Studios, Dokumentarfilmstudios. Und Lehmbruck wollte keinen Bestätigungsfilm im althergebrachten Sinn, also keinen Agitations- und Propaganda-Bestätigungsfilm, sondern ihm schwebte vor eine poetische Annäherung an Landschaften und Menschen. Also nicht pausenlos Walter Ulbricht, wie in dessen Geburtstagsfilm Baumeister des Sozialismus 1953, sowas nicht, sondern wirklich ein Blick auf Landschaften, auf Menschen, auf den Aufbau, auf ein schönes Land in Farbe. Und für einen solchen poetischen Zugang bot sich Huisken natürlich an. Also man wusste, er kann sowas. Es hätte sich natürlich auch angeboten, dass das Studio gesagt hätte, André Thorndijk, mach du mal den Geburtstagsfilm zum 10. Jahrestag der DDR. Thorndijk hatte ja schon zum ersten Jahrestag schon einen Geburtstagsfilm gemacht. Thorndijk hatte die großen Filme gegen den Krieg gedreht, Du und mancher Kamerad unter dem Teutonenschwert und so. Aber Thorndijk war zu diesem Zeitpunkt, glaube ich, auch schon in den Anfangsarbeiten seines großen Sowjetunion-Films, der dann 1963 rausgekommen ist. Nur in Klammern sozusagen dazwischen. Thorndijk hatte ja auch so seine UFA-Vergangenheit während der 40er Jahre. Da hatte er ja auch schon Vater war einer der Direktoren der Unternebenfirmen. Und Thorndijk hat angefangen, noch während der frühen 40er Dokumentarfilme zu drehen. Ja. Also Thorndijk war mit das russische Wunder schon in den Anfangszügen zumindest beschäftigt. Dem schwebte was anderes vor. Und Huisken war derjenige, der filmische Poesie konnte. Das hat man seinen Filmen, die bis dahin gedreht worden waren, schon angesehen. Und Lehmbruck und Huisken verstanden sich vermutlich sehr gut. Und Huisken kam dann in Frage für diesen Film. Er engagierte dann den Schriftsteller, Dichter Stefan Hermlin für einen Kommentar. Auch das ist ein Zeichen dafür, dass sie nicht einen agitatorischen Kommentar haben wollten, sondern etwas anderes, etwas Dichterisches, etwas Lyrisches. Aber auch ein West,
Westemigrant. Auch ein Westemigrant, aber das spielte zu diesem Zeitpunkt 57, 58 schon nicht mehr so eine Rolle. Also das war, da war die Stalinzeit vorbei, da war der 20. Parteitag der KPdSU 56. Da gab es Tauwetter, die sogenannte Tauwetterpolitik, die gab es ja auch mal in der DDR für relativ kurze Zeit. Also das heißt, da spielte diese, natürlich schwang das im Hintergrund immer mit, wer war Westemigrant und wer nicht, aber es war nicht mehr prägend für die Beschäftigung von einzelnen Leuten, also das nicht. Ja, und da kam das Team Lehmbruck, Hermelin, Heusgen zusammen und es sollte ein Film entstehen und es entstand ein Film, Dass ein gutes Deutschland blühe. Ja, und dann Abnahme. Die erste Abnahme war äußerst positiv. Die erste Abnahme war ein einziger Lobgesang auf diesen Film. War das noch die Abnahme innerhalb des Studios oder schon raus? Das war schon die Abnahme durch die Hauptverwaltung Film im September, Anfang September 1959. Und dann ließen sich aber einzelne Mitglieder des Politbüros, des Zentralkomitees der SED diese Kopie zeigen, weil sie wollten auch mal reingucken, was da gedreht worden ist zum 10. Jahrestag der DDR. Und da brach das Ungewitter über der DEFA zusammen, weil da wurde dann gesagt, dieser Film geht gar nicht. Man warf ihm viel zu viel Lyrismus vor, es ist ein viel zu lyrischer Film. Fast wie Formalismus vor. Ja, ne? Man warf ihm vor, er sei neutralistisch. Also das heißt, er würde nicht genug Propaganda für die DDR betreiben. Man störte sich insbesondere an einer Szene, in der der Film eine Rede von Walter Ulbricht zeigt, die dann nach einem Satz oder so abgebrochen wird. Man sieht Ulbricht zwar noch reden, aber über die Rede wird ein Gedicht von Bertolt Brecht gelegt. Das ging nun auch überhaupt nicht, dass man die Rede des Staatsratsvorsitzenden unterbricht und ähnliche Sachen mehr. Auf jeden Fall sollte der Film agitatorischer, propagandistischer werden und demzufolge, da man an den Bildern nicht mehr viel ändern konnte, wurde ein neuer Kommentarschreiber gesucht. Ja, ein wichtiger Punkt inhaltlich ist ja auch immer damals noch die führende Rolle der Partei. Ja, die führende Rolle der Partei. Dass deutlich wird, das gibt es dann ja später sogar noch in anderen Filmen über den Widerstand, selbst die Spielfilme da, dass die Rolle der kommunistischen Partei nicht groß genug herausgestellt wird, auch wenn es historisch nicht unbedingt... Ja, das spielt auch eine Rolle, auch bei diesem Film. Also es kamen da so mehrere Sachen zusammen und man konnte sich nicht anders helfen. Man brauchte den Film ja auch, der 10. Jahrestag war ja herangekommen. Man brauchte den Film auch und konnte sich nicht anders helfen, als einen neuen Kommentarschreiber zu suchen und ihn beauftragen, möglichst schnell einen neuen Text zu diesem Film zu verfassen. Das ein Kuriosum bei der Geschichte ist, da diese Vorführung vor den Politbüromitgliedern erst kurz vor dem 10. Jahrestag überhaupt war, man aber in den einzelnen Botschaften und Handelsvertretungen der DDR, die es ja gab weltweit, den Film schon zeigen wollte vor ausgewähltem Publikum als Jubiläumsfilm, das wäre nicht gegangen. Also die Zeit hatte man nicht mehr, um den mit einem neuen Kommentar in die Botschaften und dem war er schon ausgeliefert. Also es waren schon Kopien rausgeschickt worden nach der staatlichen Abnahme, die ja erfolgreich war. Und so dass die Auflage erteilt wurde, ausnahmsweise dürfen in den Auslandsvertretungen der DDR, auch in den Handelsvertretungen, darf diese Urfassung des Films mit dem Kommentar von Stefan Hermelin vorgeführt werden. Aber anschließend sind sämtliche Kopien wieder in die DDR zurückzuschicken und wahrscheinlich auch zu vernichten. Das weiß ich nicht, ob das drin stand.
Aber ein, zwei sind ja erhalten. Es sind mehr, sind ja. viel mehr erhalten geblieben. Das heißt, die kamen dann ans staatliche Filmarchiv zurück und wurden im staatlichen Filmarchiv der DDR ganz ordnungsgemäß und sauber eingelagert. Die Kopien sind da von dieser ursprünglichen Fassung, Gott sei Dank. Darum können wir es ja auch anschließend beide zeigen. Genau. So, und dann wurde inzwischen war beauftragt worden Karl Eduard von Schnitzler, der spätere, da war es noch nicht, Chefkommentator des DDR-Fernsehens. Sudel-Ede. Der den Schwarzen Kanal, die Sendung der Schwarze Kanal, über viele Jahrzehnte später sprach. Schnitzler setzte sich sofort an die Arbeit und lieferte genau das, was man von ihm erwartete, nämlich so einen Agitationskommentar, der nun über dieselben Bilder gelegt wurde, der aber den Film in gewisser Weise zerstörte, weil die Poesie, die in den Bildern lag und die von den Hermlinschen Worten wieder aufgenommen wurde, die fand sich bei Schnitzler nun überhaupt nicht wieder. Also Schnitzler hat ganz platt seine Thesen und seine Agitationssätze über die Bilder gelegt und hat eigentlich so die eigentliche Idee des Films doch zerstört. Die Bildstruktur ist ja weitgehend erhalten. Es gibt kleine Änderungen. Ich habe mal beide parallel geguckt. Und da gibt es dann so leichte Verschiebungen. Sehr deutlich eben bei dieser Ulbricht-Rede, die ist eben sehr viel länger dann drin. An anderen Stellen. Der Film holt sich dann auch immer wieder ein. Also so, dass die Gesamtstruktur mehr oder weniger erhalten blieb. Interessanterweise, als man vor einigen Jahren daran ging, mal die Geschichte dieses Films zu erforschen und zu sehen, was ist eigentlich von beiden Fassungen noch da, stellte man fest, dass im Bundesarchiv diese Schnitzler'sche Fassung nicht da ist. Seltsamerweise war die Zensurfassung vorhanden, die andere nur mit einer einzigen Kopie. Und zwar war das eine 16mm Kopie, die aus dem Westdeutschen Bundesarchiv in Koblenz nach Ostberlin, also nach Berlin geschickt worden ist. Ich vermute, dass das Interministerielle Ausschuss. Nee, nicht interministerielle Ausschuss, sondern das Ministerium für gesamtdeutsche Fragen, dass die den Auftrag erteilt haben, bei der Fernsehausstrahlung von diesem Film einen Mitschnitt zu machen. Kann sein, muss aber nicht sein, ist jetzt eine Vermutung von mir. Und daraus eine 16mm Kopie herzustellen. Denn genau das ist überliefert. Es gab im Bundesarchiv oder auch im Staatlichen Filmarchiv der DDR vorher diesen Film nicht mehr in der Schnitzler'schen Fassung. Es sind inzwischen beide da durch diese Überlieferung in der Bundesrepublik. Mhm. Interessant ist ja auch sozusagen das, was der Film zeigt, in beiden Fassungen. Es wird sehr noch auf sozusagen Gesamtdeutsch ausgeführt, viel hingewiesen auf die Leipziger Messe und den Fortschritt, den technischen Fortschritt, wobei da wiederum kurios ist, als besonderes tolles Beispiel des Fortschritts, technischen Fortschritts in der DDR, wird der Bau eines Flugzeugs gezeigt, genau. Der Aufbau einer Flugzeugindustrie, die aber kurze Zeit danach im Rahmen des Comecon, also des osteuropäischen Wirtschaftsverbundes, untersagt wurde. Da hat die Sowjetunion wurde aufgeteilt. Ihr kümmert euch um die Leichtindustrie, ihr kümmert euch um die Schwerindustrie und Flugzeugbau wurde der Sowjetunion zugeschlagen. Das durften die anderen nicht machen. Da musste dann DDR Flugzeugbau eingestellt werden, was ja unter anderem auch Konrad Wolf betroffen hat, der einen Spielfilm gedreht hat, der im Rahmen der Flugzeugindustrie in der DDR spielte. Leute mit Flügeln. Ja. Männer mit Flügeln, ne? Leute mit Flügeln. Leute mit Flügeln, der dann auch ganze Zeit verboten war. Ja, verboten war er nicht, aber er wurde nicht mehr gezeigt. Ja, wurde nicht, ja.
Er wurde zurückgezogen. Er wurde zurückgezogen. Er wurde aus dem aktiven Verleih zurückgezogen. Ja. Ja. Wer ihn aber sehen wollte, konnte sich aus dem Stadtteil Filmarchiv der DDR schon mal eine Kopie besorgen. Das war kein Problem. Mhm. Bei diesem Film war es nun so, dass ein gutes Deutschland blühe, diese neue Fassung, diese Schnitzler-Kommentarfassung, die konnte zum Jahrestag der DDR im Oktober 1959 nicht fertig werden. Das war einfach viel zu knapp. Und die wurde dann erst fertig im Februar 1960, kam also fast ein halbes Jahr nach diesem Jahrestag in die Kinos und da hat sich kein Mensch mehr dafür interessiert. Also das war, man weiß nicht, ob es vorher auf großes Interesse gestoßen wäre, aber vielleicht wegen Hamlin, man weiß es nicht. Aber im Februar 1960 war die Resonanz mau, sehr mau entsprechend und es war dann für die Verantwortlichen, die diesen Film auch nicht mehr haben wollten, wegen dieser Flugzeuggeschichte zum Beispiel, war es gar kein großes Problem, den dann sang- und klanglos nach einer gewissen Zeit aus den Kinos verschwinden zu lassen. Und er wurde dann einfach auch irgendwo nicht mehr gezeigt. Und auch eventuell ja wegen der gesamtdeutschen Tendenz. Und wegen der gesamtdeutschen Tendenzen. Die ja noch in der eislerschen Nationalhymne taucht das ja noch deutlich auf als Ziel. Das wurde dann ja erst im Laufe der 60er Jahre wurde das verdrängt, auch durch dann die Hammer und Zirkel Staatswappen und dass dann die eislersche Nationalhymne nicht mehr gesungen werden durfte, sondern nur noch gespielt wurde. Also das war dann so die Tendenz. Dieses Deutschland eigentlich Vaterland, ja. das sollte keine nicht, Rolle mehr spielen. Das sollte keine Rolle. Aber das war dann später, das war dann nochmal fast 10 Jahre später. Zu diesem Zeitpunkt spielte das noch nicht so die Rolle. Der Film ist dann aber mehr oder weniger sang- und klanglos verschwunden. Mhm. Und es ist eben auch aus DDR-Beständen keine Kopie scheinbar ins staatliche Filmarchiv der DDR gekommen, denn sie war 1996 oder so, als man begann, sich wieder für den Stoff zu interessieren, nicht auffindbar. Interessant ist vielleicht noch die Tatsache, dass Stefan Hamlin, der ja ein sehr anerkannter Dichter gewesen ist, dass der von dem ganzen Vorgang überhaupt nicht informiert wurde. Also das heißt, man beschloss im höchsten Gremium, also unter diesen Herren des Politbüros, beschloss man, dass einer von ihnen, nämlich Alfred Kurella, der Literaturpapst Alfred Kurella, beauftragt wird, mit Hamlin darüber zu sprechen. Und Kurella hat das einfach nicht gemacht. Aus welchen Gründen auch immer. Vielleicht hat er keine Lust, sich mit Hamlin rumzustreiten. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist Huisgen, als er irgendwann dann mal Hamlin wieder getroffen hat, hat er gesagt, naja, schade, und Hamlin fiel aus allen Wolken und wusste von gar nichts. Das war natürlich peinlich und hat auch zu einigen bösen Briefen zwischen Hamlin zum Beispiel und dem Studio geführt. Hamlin hat sich dann mehr oder weniger vom Studio, vom DEFA-Studio, für das er ja vorher einige Male gearbeitet hatte, zurückgezogen und hat seine literarische Arbeit sowieso in den Vordergrund gestellt und die Filmarbeit mehr oder weniger gestoppt. Ja, gibt es noch ein paar Punkte, auf die du hinweisen möchtest, wenn sich unsere Zuschauer die beiden Fassungen angucken wollen? Sie achten sollten? Man sollte, da gibt es gar nicht so viele Punkte, das meiste haben wir jetzt auch schon besprochen. Man sollte zum Beispiel darauf achten, wie der Film einsteigt, wie der Kommentar einsteigt in den Film, in beiden Versionen. In der einen Version sehr poetisch, sehr naturverbunden und lyrisch, in der anderen Version gleich mit dem didaktischen Agitationskommentar. Also an solchen entscheidenden Stellen, wie zum Beispiel der Ouvertüre des Films, bekommt man schon die Unterschiede mit, die zwischen beiden Kommentaren liegen und die Welten eigentlich auch, die schriftstellerischen oder dichterischen Welten, bei Schnitzler kann man ja nicht von einer dichterischen Welt sprechen, die zwischen beiden Kommentaren liegen. Das ist schon interessant zu hören und man sollte immer mal wieder, wenn der Vergleich dann so möglich ist, darauf achten, wie bestimmte
Bilder dann auch eingeschätzt werden, nämlich in dem einen Fall mit poetischer Überhöhung, in dem anderen Fall mit didaktischer Agitation. Das ist das Spannende, glaube ich, an diesem ganzen Projekt. Also man sollte versuchen, wenn man es technisch schafft, die nebeneinander sich anzugucken, wo man dann sieht, die leichten Verschiebungen oder auch die Töne oder welche Version würdest du als primär zu sehende empfehlen? Naja, die primär zu sehende Version ist die Urversion natürlich, die Hermlin-Version. Die andere Version ist dann eine Beigabe. Da kann man mal reinhören. Bonusmaterial. Und wenn man da den Anfang gesehen und gehört hat, weiß man eigentlich schon, wie es dann weitergeht. Gut, vielen Dank. So viel über eine, ja, mehrfach nicht gerade gebrochene, aber doch verbogene Karriere eines Holländers in Deutschland und über Wobei, die. Man muss dazu sagen, er hat seine Karriere nicht als verbogen angesehen. Also für ihn war das ein vielleicht nicht gerade normaler Arbeitsvorgang, dass man einen Eingriff in seinen Film gemacht hat, aber es war kein Grund, jetzt das Handtuch zu schmeißen und wegzugehen zum Beispiel. Er hat ja auch gleich im Anschluss weiter Filme gedreht, er ist dabei geblieben. Man hat ihm das auch nicht zum Vorwurf gemacht, diesen Kommentar von Evas Seite aus. Er ist ein angesehener alter, von den Wurzeln der DEFA her dabei gewesener Künstler geblieben bis zu seinem Tod. Vielen Dank, Ralf, und vielen Dank an die DEFA-Stiftung. Gerne. Schönen Gruß nach Hamburg.